Die 8,24 Kilometer lange Talgangbahn zwischen Albstadt-Onstmettingen und Albstadt-Ebingen war eine normalspurige private Eisenbahnstrecke auf der Schwäbischen Alb. Die Talgangbahn wurde durch die Württembergische Eisenbahngesellschaft gebaut und am 14. Juli 1901 eröffnet. Bereits 1902 wurden 100.000 Personen und 15.000 Tonnen Güter transportiert. Nach Einrichtung einer eigenen Omnibuslinie durch die WEG-KVG auf der parallel zur Bahn verlaufenden Hauptverkehrsstraße verblieb der Personenbeförderung auf der Bahn fast ausschließlich Schülerverkehr. Die Fahrzeiten der Züge waren deshalb auf die Schulzeiten abgestimmt. An schulfreien Tagen ruhte der Fahrbetrieb. Der Personenverkehr wurde am 31. Juli 1998 eingestellt. Der Güterverkehr der ansässigen Textilindustrie nahm immer mehr ab und wurde zunehmend auf Lastkraftwagen umgestellt und am 31. Dezember 1999 ganz eingestellt. Die Strecke wurde anschließend stillgelegt, aber nicht entwidmet. Seit dieser Zeit liegt die Bahntrasse in einem Dornröschenschlaf. Armin Kusterer und ich gingen die Strecke im Herbst 2022 von Onstmettingen bis nach Ebingen ab, um festzuhalten, in welchem Zustand sich die Bahntrasse befindet. Denn wenn es zu der Reaktivierung kommen soll, was wahrscheinlich der Fall ist, wird man sich nur noch sehr schwer daran erinnern können. Mitte Oktober 2002 lehnte der Albstädter Gemeinderat noch mit 22-17 Stimmen Verhandlungen mit der Hohenzollerischen Landesbahn über eine Reaktivierung ab. Grund dafür waren hohe Kosten, da die Gemeinde die Anlagen von der WEG hätte erwerben müssen und insbesondere hätte die Gemeinde die Bahnübergänge modernisieren müssen. Am 22. Oktober 2012 beschloss der Kreistag, die Strecke für 13.000 Euro zu erwerben. In Vorbereitung auf das Regionalstadtbahnkonzept fanden im Oktober 2013 Vermessungsarbeiten an der Strecke statt. Am 21. Juli 2014 wurden weitere Verträglichkeitsprüfungen vom Kreistag
des Zollernalbkreises in Auftrag gegeben. 2014 wurde ein kurzes Stück symbolisch freigeschnitten. Auch der Betrieb von autonomen Elektrobussen wurde geprüft. 2020 wurde die Strecke erneut begutachtet und 2022 wurde eine 100%ige Kostenübernahme durch den Zollernalbkreis für den Inselbetrieb auf der Talgangbahn vereinbart. Am 21. Juli 2022 beschloss der Gemeinderat der Stadt Albstadt mit 25-5 Stimmen die Reaktivierung der Talgangbahn. Dabei hat das Land Baden-Württemberg die Übernahme der Betriebskosten eines Halbstundentakts im Rahmen der Landesinitiative der Streckenreaktivierungen in Aussicht gestellt. Neben den Haltestellen gab es auch noch Zubringergleise zu Firmen in Albstadt. Diese waren das Sägewerk Johann Ammann Söhne, die Talfinger Paketpost, die Firma Adolf Garne und das Gaswerk Talfingen. Zum Schluss noch einige Postkarten mit Aufnahmen von Bahnhofsgaststätten und Hotels entlang der Talgangbahn.